Stahl. Dieser zeitlose Werkstoff ist aus unserer modernen Welt nicht wegzudenken. Stahl, das ist Stabilität und Sicherheit. Stahl sorgt dafür, dass Rohstoffe und Güter rund um die ganze Welt transportiert werden können. Maschinen und Anlagen bestehen aus Stahl und Stahl ermöglicht eine umweltfreundliche Energiegewinnung. Stahl, das ist heute also mehr denn je ein Hightech-Produkt. Vom Erz zum Stahl. Die Stahlproduktion bei der Salzgitter Flachstahl. Erz, der Grundstoff für die Eisen- und Stahlproduktion. Die Salzgitter AG bezieht ihre Erze heute aus aller Welt. Per Schiff und Bahn wird der Rohstoff aus Skandinavien und Russland, aber auch aus Kanada, Südamerika, Afrika und Australien angeliefert. Neben Stückerzen und Feinerzen werden Pellets verarbeitet. Sie bestehen aus Eisenerzkonzentrat, das zu kleinen Kugeln gebacken wird, die sich besonders gut transportieren, lagern und verarbeiten lassen. Der Standort Salzgitter verfügt über mehrere Hochöfen zur Roheisenherstellung. Der größte ist über 50 Meter hoch. Das entspricht der Höhe eines 15-stöckigen Hochhauses. So können hier pro Tag bis zu 14.000 Tonnen Roheisen produziert werden. Das Roheisen entsteht im Inneren des Hochofens. Aus zwei Bunkern werden über die Drehschurre abwechselnd eine Schicht Koks und eine Schicht Erz sowie Kalk in den Ofen gegeben. Die Schichten sinken im Ofenschacht ab. Dabei wird das Erz durch das aufsteigende Prozessgas aufgeheizt, reduziert und schließlich geschmolzen. Das Prozessgas entsteht, indem auf etwa 1200 Grad Celsius vorgeheizte Luft in den Ofen geblasen wird. Der Sauerstoff der Luft verbrennt mit dem Koks, wodurch das etwa 2000 Grad Celsius heiße Prozessgas erzeugt wird. Es entzieht dem Eisenoxid den Sauerstoff. Die Wärme lässt das Eisen schmelzen. 8 Stunden dauert der gesamte Vorgang. Dann sammeln sich im unteren Bereich des Hochofens flüssiges Eisen und Schlacke. Circa alle 2 Stunden erfolgt der Abstich. Das Stichloch wird angebohrt. Unter Druck und mit einer Temperatur von etwa 1450 Grad Celsius strömen Roheisen und Schlacke durch das Stichloch. Nun wird die Schlacke vom Eisen getrennt. Erste Proben bestimmen die Qualität. Eine Sache für Profis. Schutzanzüge sind hier Pflicht. Ein Stockwerk tiefer warten die Torpedopfannenwagen. Diesen Namen verdanken sie ihrer langgestreckten Form. Das Stahlwerk der Salzgitter Flachstahl. Eine gigantische Halle mit über 400 Meter Länge. Gut 480 Einfamilienhäuser würden darin Platz finden. Aus den Torpedopfannen wird das Roheisen in Transportpfannen gefüllt. Jede von ihnen fasst gut 200 Tonnen. Neben dem Roheisen wird im Produktionsprozess auch Schrott eingesetzt. Beides wird in einen Konverter eingefüllt. Der Standort Salzgitter verfügt über 3 LD-Konverter. Bei diesem Verfahren wird technisch reiner Sauerstoff sowohl durch Bodenspülsteine als auch über eine Sauerstofflanze in den Konverter geblasen. So wird die glühende Roheisenschmelze weiter erhitzt und unerwünschte Begleitelemente gehen dabei in das Rauchgas über. Diesen Prozess nennt man Frischen. Dabei könnten extrem hohe Temperaturen von über 3000 Grad entstehen. Um diese zu vermeiden, wurde der Kühlschrott in den Konverter gefüllt. Damit wird am Ende des Konverterprozesses ein Temperaturbereich von etwa 1700 Grad erreicht. Der Konverterprozess dauert insgesamt rund 40 Minuten. Dann ist aus dem Roheisen der Rohstahl geworden. Jeder der 3 Konverter fasst 220 Tonnen.
So werden am Standort Salzgitter pro Tag bis zu 12.500 Tonnen Rohstahl gewonnen. Aber Stahl ist nicht gleich Stahl. In der VPL-Anlage werden dem Rohstahl, je nach Verwendungszweck und Kundenwunsch, Legierungselemente wie Mangan, Silizium, Chrom, Nickel, Titan und Molybdän zugesetzt. So entstehen individuelle und hochwertige Güten. Diese Stahlsorten werden den Stranggießanlagen zugeführt. Sie erzeugen aus dem flüssigen Stahl sogenannte Brammen. Der Strang hat nun eine erstarrte Schale von wenigen Zentimetern Dicke, während der Großteil noch flüssig ist. Schneidbrenner teilen den Strang in transportable Brammen, die nun eine Dicke bis zu 35 Zentimetern haben und bis zu 32 Tonnen wiegen. Ein Teil dieser Brammen wird an die Schwestergesellschaft Ilsenburger Grobblech geliefert, die daraus Bleche walzt, aus denen unter anderem Windturmanlagen entstehen. Der Großteil der Brammen wird ins Warmwalzwerk transportiert. Hier werden sie in den Wärmeöfen der Warmbreitbandstraße auf eine Temperatur von etwa 1250 Grad erhitzt. So können sie anschließend zu Warmbreitband ausgewalzt werden. Der Vorteil des Warmwalzens besteht darin, dass das Walzgut bei höheren Temperaturen weicher ist und so mit geringerer Kraft umgeformt werden kann. Im ersten Walzgang der Vorstraße werden die glühenden Brammen reversierend gewalzt. Dabei werden sie jedes Mal dünner und länger. Anschließend gelangt es in die Fertigstraße. In mehreren Walzschritten entsteht ein Warmband bis zu einer Länge von 2000 Metern. Dieses wird am Ende der Walzstraße zu einem Keul aufgewickelt. Ein Teil des Materials wird direkt vor Ort im Konzern weiterverarbeitet. So entsteht unter anderem das Produkt Großrohr. In der Warmbandtafelanlage werden aus dem Warmband Bleche geschnitten. Die Tafeln bis 16 mm Dicke werden zum Beispiel an Kunden aus den Bereichen Maschinenbau und Spezialfahrzeugbau geliefert. Ein Großteil der Coils erhält in den Beizlinien eine zunderfreie Oberfläche. Aus diesem Material kann so später ein sehr großes Produktspektrum produziert werden. Blechdicken unter 3 mm werden im Kaltwalzwerk hergestellt. Kernaggregat ist die fünfgerüstige Tandemstraße. Das gebeizte Band wird hier in einem Durchgang, je nach Kundenwunsch, auf Enddicken zwischen 0,35 und 3,0 mm gewalzt. Dabei werden Endwalzgeschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern erreicht. Ein Prozessrechner verarbeitet die Messdaten der gesamten Walzstraße und steuert den Walzprozess. Die zuvor geglühten Bänder gelangen anschließend in die Dressierstraße. Hier wird mit speziellen Walzen eine definierte Rauheit auf die Blechoberfläche aufgebracht. Dadurch werden nachfolgende Umformungen sowie die Haftfähigkeit von Lackierungen und Beschichtungen verbessert. Daraus entstehen später unter anderem Emballagen, wie zum Beispiel Fässer. In der elektrolytischen Verzinkung wird Kaltfeinblech in galvanischen Zellen verzinkt. Durch ein elektrisches Feld zwischen Stahlband und Anoden setzt sich das in der Elektrolytflüssigkeit gelöste Zink auf der Blechoberfläche ab. Feinste Poren und Unebenheiten werden so ausgefüllt. Es entsteht eine gleichmäßige Oberfläche, wie sie beispielsweise im Automobilbau benötigt wird. Feuerverzinkungsanlagen der Salzgitter Flachstahl stellen feuerverzinktes Feinblech her. Dazu werden die Bänder verschiedener Coils zusammengeschweißt, wodurch ein endlos langes Band entsteht. Der Einlaufspeicher versorgt die Anlage dabei während des Schweißvorgangs mit Material, damit der Verzinkungsprozess nicht unterbrochen wird. Danach wird das Stahlband auf Temperatur gebracht, bevor es in ein etwa 450 Grad Celsius heißes Bad aus geschmolzenem, flüssigem Zink eintaucht. Die gewünschte Dicke der Zinkschicht wird über Absteifdüsen eingestellt.
In der Bandbeschichtungsanlage wird verzinktes Feinblech organisch beschichtet. Kunstharz-Einbrennlacke, Kunststoffdispersionen oder Folienkaschierungen werden je nach Kundenwunsch aufgebracht. Im Fertiglager der Salzgitter Flachstahl liegen bis zu 350 verschiedene Güten von Stahlprodukten. So findet man die Produkte der Salzgitter Flachstahl in ganz unterschiedlichen Branchen und Einsatzbereichen wieder. Dazu zählen Bauelemente und Haustechnik oder auch sogenannte Tailored Blanks. Das sind Spezialbleche für die Automobilindustrie. Und die Produkte der Salzgitter AG werden überall auf der Welt eingesetzt. Denn ein Teil der am Standort Salzgitter hergestellten Stahlprodukte wird von der eigenen Handelsorganisation vertrieben. Die Salzgitter AG verfügt über ein internationales Vertriebsnetz rund um den Globus, das die Kunden mit Stahlprodukten versorgt. Die Produktion von Roheisen, Stahl und Stahlerzeugnissen benötigt eine sichere Energieversorgung. Die Salzgitter Flachstahl verfügt deshalb über ein eigenes Kraftwerk. Hier werden die im Hüttenwerk anfallenden Prozessgase in den Energiekreislauf zurückgeführt. Neben Prozessdampf für die Produktionsstätten wird eigener Strom erzeugt. Durch diese Energieverbundwirtschaft wird eine größtmögliche Energieeffizienz erreicht. Trotz der Entwicklung zahlreicher neuer Werkstoffe wird Stahl auch in Zukunft eine wichtige und unentbehrliche Rolle spielen. Deshalb verfügt die Salzgitter AG über eine eigene Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft. Durch die kooperative Zusammenarbeit mit technischen Universitäten sowie Anwendern und Kunden werden Lösungen zur Produkt- und Prozessoptimierung erforscht und erarbeitet. So ist eine stetige, kundenorientierte und anwendungsnahe Produktweiterentwicklung gewährleistet. Die grundlegende Basis für den Einsatz von Stahl als wichtigstem Konstruktionswerkstoff in der Zukunft. Stahl. Ein hervorragender Werkstoff, gerade aus ökologischer Sicht. Denn nur Stahl ist nahezu ohne Qualitätsverlust unbegrenzt wiederverwertbar. Schon lange bevor der Begriff Recycling in aller Munde war, wurden Eisen- und Stahlprodukte wiederverwertet. Stahlschrott, das ist ein wertvoller Rohstoff. So leistet das Stahlrecycling einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung, heute und in der Zukunft.